Den fünften meiner 21 Tage Europatour durch Sachsen-Anhalt verbrachte ich morgens mit dem Bürgermeisterkandidaten Patrick Wanzek für Schkopau. Wir waren in Bad Dürrenberg, haben dort mit Bürgerinnen und Bürgern über Europapolitik gesprochen. Ich war in der Bildungsakademie Leuna, um zu lernen, wie junge Menschen vorbereitet werden, auch für die Industrieberufe hier in der Region. Ich habe mit dem Geschäftsführer von Infra Leuna gesprochen. Das ist der große Verbund, der die Unternehmen hier zusammenhält und den Standort Leuna vertritt. Zu guten Gesprächen, wie wir auch diese Region hier stärker in Brüssel bekannt machen können. Darüber hinaus hatten wir eine Mitgliederversammlung des SPD-Saale-Kreises, wo ich mit 24 zu einer Stimme sehr direkt nominiert wurde für die Europanominierung des Landes Sachsen-Anhalt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ein rundum spannender Tag, verfolgt die anderen Tage, die jetzt noch vor mir stehen, mit auf Twitter, Facebook und Instagram und bleibt mir und der SPD verbunden.